in den Tafeln ist, können Sie Objekte im Safe ablegen, den Sie über Ihren Shop im Schiff aufrufen können. Das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle. Setzen Sie sich ein, um Objekte zu bewegen oder zu Thank you.
Freitag! Sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Thank you.
Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Schwerelosigkeit. Thank you.
Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias! Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Thank you.
Quarantäne aufgehoben. In Gottes Namen geht da unten vor sich. Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich.
Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Yeah.
Jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Krachen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte!
Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt nicht im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind im Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell.
Downloads erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist.